Hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo? Ah, da seid ihr ja. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin die Off-Stimme. Und Ist ja in Ordnung. wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn Menschen gemeinsam träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Hallo, liebe Internet-Community. Wenn ihr an einem guten Beispiel lernen wollt, wie man Träume lebt, euch aber der Mut dazu fehlt, dann seid ihr hier genau richtig. Ich stelle euch heute das Projekt Neuberin vor. Das Projekt Neuberin. Hey, Moment mal. Ich dachte, hier geht es um das Thema Träume leben. Wer oder was ist jetzt die Neuberin und was hat sie mit dem Thema zu tun? Mein Lieber, eigentlich bist du ja nicht da, um Fragen zu stellen, ne? Naja, aber wenn ich sie nicht stelle, wer soll sie sonst stellen? Die Leute vor dem Bildschirm, die können das ja kaum machen. Ja, stimmt. Die Neuberin, beziehungsweise Friederike Caroline Neuber, war die erste große Schauspielerin Deutschlands, die circa vor 250 Jahren Was, gelebt hat vor und 250 Jahren? Mann, das ist schon eine Ewigkeit her. Das sind 91.250 Tage. 2.190.000 Stunden. 131.400.000 ja, Minuten. wir haben alle verstanden, dass das zwar schon eine Weile her ist, aber bei unserem Projekt geht es genau darum, dass ihre Botschaft bis heute noch interessant ist, obwohl es schon so lange her ist. Sogar so interessant, dass wir ein großes Projekt daraus machen. Denn diese Frau hat den großen deutschen Dichtern wie zum Beispiel Goethe, Lessing, Schiller den Weg geebnet. Und man sagt ja, Deutschland sei das Land der Dichter und Denker. Moment, Aber Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. ja, aber wäre das ohne diese drei großen Dichter überhaupt so? Also ohne das Wirken der Neuberin? Naja. Außerdem hat sie das Theater revolutioniert und ihm mehr Ansehen verschafft, denn genau das war ihr großer Traum. Aber was hat das mit mir zu tun und dem Thema, weswegen ich eigentlich überhaupt hier bin? Ja, weil ihr Leben genau davon erzählt. Ihr Leben war ein nie enden wollender Kampf für die eigenen Ziele. Viele haben versucht, ihr Steine in den Weg zu legen, aber sie hat sie beiseite geräumt und ist dann einfach weitergegangen. You can dream it, you can do it. Genau. Jedenfalls hat sie uns mit ihrem eisernen Willen, ihrem Kampfgeist und ihrer Disziplin sehr beeindruckt. Und nun wollen wir auch euch mit ihrer Geschichte beeindrucken, sodass ihr hoffentlich sagt, hey, wenn sie das vor 250 Jahren, also vor 91.250 Tagen, 2.190.000 Stunden, 131.400.000 Minuten geschafft hat, als Frau in einer Männerdomäne unter dürftigen Lebensverhältnissen, unter enormen Entbehrungen, also unter viel schwierigeren Lebensumständen als heutzutage, ja, dann bekomme ich das auch hin und finde meinen Weg, von dem ich mich nicht abbringen lasse und lebe meine Träume. So, das ist unser Ziel mit dem Projekt Neuberin. Und wer seid ihr? Mein Name ist Alexandra Simic und das sind unsere Illustratorin Fabienne Intruini, Leonie Bredel, freischaffende Schauspielerin, und Marion Schulz vom Neuberin Museum in Reichenbach im Vogtland. Gemeinsam stemmen wir das Projekt. Und wie habt ihr vor, eure Botschaft zu vermitteln? Ach, wir haben ganz viel vor. Lasst euch überraschen, wir werden alles mit der Kamera begleiten. Okay, vielleicht tauche ich ja in den nächsten Videos auch noch mal auf. Okay, aber nur wenn du nicht so frech bist. Okay. Wir berichten jetzt im Laufe der Zeit von den einzelnen Projekten, wie sie entstehen und wie sie sich entwickeln und welche neuen Ideen uns während des Arbeitsprozesses gekommen sind. Ein Überblick über das Leben und Wirken der Neuberin gibt's im nächsten Video. Also, wenn ihr mehr über unser Projekt und die Neuberin wissen möchtet, dann schaut doch mal in unseren Channel rein oder besucht uns auf Facebook. Über ein Like würden wir uns natürlich sehr freuen. Stay tuned!
Hallo? Hallo, ist da noch jemand? Ah, ihr seid noch da. Ich wollte eigentlich nur noch mal kurz Tschüss sagen. Tschüss.